Seid herzlich willkommen zurück zu zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Borutos Geschichte. Ich wollte schon Boruto Ultimate Ninja Storm sagen, oh Mann. Gut, wir müssen uns. Ey. Ich kenne ja meinen Controller hier. Genau, wir müssen uns ja beim Hokage-Zimmer treffen. Damals war der Weg, glaube ich, weiter. Ich vermisse das freie Rumlaufen, das richtig freie Rumlaufen in Konoha aus den alten Naruto-Spielen. Zum Fluchen. Ihr seid spät dran. Ich habe den größten Teil von Konohamarus Bericht gehört. Gut gemacht, Leute. Tja, das war eine ziemlich einfache Mission. Die hätte ich mit Leichtigkeit alleine erledigen können. Das Wichtigste unter Ninjas sind Teamarbeit und Mut. In deinem Training musst du dich unbedingt darauf konzentrieren im Zusammenspiel. Ich konnte bereits drei Schattendoppelgänge erschaffen, bevor ich überhaupt irgendein Training begonnen hatte. Ich kann Windversteck und Blitzversteck verwenden und kürzlich habe ich auch gelernt, wie man Wasserversteck einsetzt. Konohamaru. Was hast du ihm beigebracht? Du kannst aufhören, mich zu übersehen und dem Sensei die Sache in die Schuhe zu schieben. Du hast mich doch noch nicht mal trainieren sehen. Wichtig ist, noch wichtiger, heute ist für dich ein wirklich wichtiger Tag, Vater. Wenn du Himawaris Geburtstag vergisst, vergebe ich dir das nie. Katasuke. Ich habe eine Bitte an dich als der Leiter des Ninja-Wissenschaftsteams für Werkzeug. Es wäre mir lieb, wenn du den Gebrauch von Ninja-Wissenschaftswerkzeugen in der bevorstehenden Schulenprüfung zulässt. Wenn wir sie verwenden, steht uns eine größere Vielfalt von Ninjutsus zur Verfügung und wir sind leistungsfähiger, ohne Genien zwingen zu müssen, schwierige Missionen zu bewältigen. Nein. In der Schulenprüfung geht es nicht um Leistung, es geht um die Ausbildung von Ninjas. Ich verstehe. Bitte entschuldige mich. Naruto hatte aber recht. Es geht nicht um die Leistung, es geht um die Ausbildung. Das ist nicht mehr deine Generation, Vater. Blöder Vater, der hört auch auf absolut niemanden. Boruto. Was? Warum bist du so plötzlich rausgerannt? Wie kümmert das? Wir haben doch zu Ende berichtet, oder? Aber hast du nicht die Ankündigung der Schulenprüfung gehört? Schulenprüfung? Anscheinend hat Sensei Konohamaru uns dafür empfohlen. Das interessiert mich nicht wirklich. Wenn du so dringend willst, dass der siebte Hokage zuschaut, dann gib ihm während der Prüfung was zu sehen. Wenn ihr es in der Prüfung bis an die Spitze schafft, wartet am Ende ein Sparring vor allem 5 Kage, glaube ich. Verstehst du? Das ist die perfekte Gelegenheit. Ich bin sicher, der siebte freut sich darauf, dich gut abschneiden zu sehen.
Na schön. Ich mach's ja. Wenn du nur aufhörst, darüber zu reden. Wo gehst du hin? Wenn du entschieden hast, an der Prüfung teilzunehmen, dann sollten wir trainieren. Ich habe heute schon Pläne. Ich muss schnell nach Hause. Ich trainiere das nächste Mal mit dir. Pläne? Oh, der Geburtstag. Richtig, Sarada. Denke mal, wir müssen hier. Jedenfalls muss ich dem Fall irgendwie folgen. Also, da wohnt der Naruto eigentlich ziemlich dicht. Na, mal gucken. Richtig hier? Wollen wir mal gucken. Wohl an sich könnte das auch. Das ist der Friedhof. Begib dich zum Uzumaki-Herrenhaus. Ja, danke, schön. Begib dich zum Uzumaki-Herrenhaus. Wo ist es denn? Ich schätze mal hier. Wie sie es gleichzeitig sagen, wir kommen dahin. Du hast also daran gedacht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Himari. Du kannst jetzt die Kerzen auspusten, Himawari. Alles klar. Boruto. Lass mich gehen, Mama. Dein Vater arbeitet hart für alle im Dorf. Er vernachlässigt dich nicht, auch nicht Himawari. Warum ist mein Vater der Hokage? Er sitzt doch immer nur an seinem Schreibtisch und tut total hochmäßig und mächtig. Das kann doch jeder. Hokage sein ist eine schwierige Aufgabe. Seit ganz langer Zeit hat der Hokage eine ganz wichtige Rolle inne. Naja, ich hoffe, alle haben ihren Kindern beigebracht, dass es ganz großer Mist ist, den Hokage zum Vater zu haben. Da fällt mir was ein. Du hast gesagt, mein Großvater sei auch Hokage gewesen, stimmt's? Aber als Vater klein war, war Großvater bereits gestorben, oder? Also musste er niemand erleben, wie viel Spaß es doch macht, Kind des Hokage zu sein. Ich weiß, es ist traurig, wenn dein Vater einen besonderen Tag nicht mit dir teilen kann. Aber im Gegensatz zu damals ist dein Vater ein Kind, als dein Vater ein Kind war, hast du einen Vater, der für dich da ist. Ich brauche ihn nicht, aber Himawari. Ach, egal.
Sag nicht, jetzt ist es zu spät für dich, um nach Hause zu kommen. Mir tut mir leid, ich dachte, ich hatte dich für meinen Vater gehalten. Du bist Narutos Sohn. Wie lautet dein Name? Boruto Uzumaki. Boruto? Was hast du auf dem Herzen? Hä? Bist du das, Sasuke? Ist Naruto hier? Ich glaube, er ist immer noch im Arbeitszimmer des Hokage. Oh, mir tut mir leid für die Störung. Wirklich ein cooler Typ. Boruto, wenn du wüsstest, was Naruto drauf hat, ne, dann würdest du auch alles über deinen Vater denken. Diesmal habe ich es nicht geschafft. Du siehst ganz schön fertig aus. Sasuke. Was ist los? Nichts weiter. Eigentlich sollte ich das dich fragen. Was ist los? Warum kehrst du zurück ins Dorf? Was ist das? Ein Andenken an Kaguyas Burg. Nicht mal mit meinem Rinnegan kann ich den Inhalt erkennen. Ich habe da ein paar interessante Leute getroffen, aber sie sind nicht mit mir gekommen. Ich werde diese Schrift entschlüsseln lassen. Ach übrigens, ich bin dein Sohn begegnet. Er ist genau wie du, als du ein Kind warst. Nein. Ich glaube, er erinnert eher dir, als du ein Kind warst. Nein, tatsächlich ist beides nicht richtig. Wir sind zu Relikten einer ehemaligen Generation geworden. Das denke ich nicht. Was einen wahren Ninja ausmacht, wird sich niemals ändern. Auch nicht für deinen Sohn. Bist du dir da sicher? Ich denke, in diesem Streit habe ich es... Idiot. Ich glaube, er ist zum Hokage anwesend gegangen, um Vater zu finden. Ich warte, bis er wieder da ist, dann werde ich herausfinden, was er wirklich drauf hat. Na gut. Ein neues Ereignis wurde freigeschaltet. Das sind wohl Anzeigen, ne? Toll. Jetzt allerdings erstmal nicht. Gut, die Folge ist an sich eigentlich ziemlich kurz gewesen. Na, was heißt kurz? Eigentlich ganz normal, aber das passt jetzt gerade, weil wir hier einen Speicherpunkt haben. Deswegen speichere ich und werde die Folge hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.